Ja, das reicht. Ansonsten nach Corona beim Community-Treffen gibt's einen kurzen. Nee. Oh, ah, meine Maud, ich find's toll. Ja. Das Schlimmste ist, bei mir selber ist er noch gar nicht drin. In meiner Liste. Dann erließ der. Dazu müsste ich. Oh, sag mal schnell. Ding ist hier neu. Neu starten. OBS neu starten. Damit ich So. den Emote verwenden kann. Saufi, Saufi. Genau. So. Herr der Ringe. Kategorie hat sich geändert, ne? Jo. Gut. Brave Kajalake. Ey. Schön, so, Spiel starten. Ja, das Mali passt echt zu dir. Devil. Immer nur Devil. Ja, ne? Also Devil oder je nachdem. Devil. Devil. Nee, ganz ehrlich, ich finde, das Mali passt echt zu mir. Diese. Ja. Was? Ich meinte das auch nicht aus Spaß. Das war der Grund, weswegen ich den genommen habe. Ich fand der passt besser rein als die GG-Katze, weil dann einmal ist ja ein komplett anderer Zeichenstil zwischen der weißen Katze und der schwarzen Katze. Und da dachte ich, ich mache das einfach einheitlich. Ja. Ich werde dann vielleicht einmal mehr so tauschen zwischen Katzen und meinen Emotes. Sodass ich vielleicht zwei Emotes von den Katzen in die Stufe 1 Emotes reinpacke. Oder so. Je nachdem, Oder wie so. die Beliebtheit bei manchen Emotes ist. Damit ihr auch die anderen nutzen könnt. Weil ab 60 plus Emotes kann ich erst machen, wenn ich Partner bin. Und das passiert eh nicht. Also nicht so schnell. Will ich auch gar nicht. Oh Gott, bloß nicht. Dann gibt es noch mehr Richtlinien, an die ich mich halten müsste. Gott. Wäre furchtbar. Katastrophal. Ja. So. Jetzt Sich auszudenken. muss ich einmal ganz kurz gucken. Ja, mach das. Guck mal in deinem Questloch nach Buddeln im Dreck. Wenn ja, dann bricht das mal ab. Machen wir eh nicht mehr. Gut, nach Bremen müsste ich noch. Da habe ich noch ein paar Aufträge abzugeben. Also von diesen Sammelaufträgen. Buddeln im Dreck ist wo runter oder ist das Breland. was Breland müsste das im sein. Land? Ah, Buddeln im Dreck, ja. Okay. Abbrechen? Ja, einmal abbrechen. Okay. So, Mann, und wo wir ist denn müssen meine jetzt Maus einmal jetzt hier einmal so kurz zur schnell, ey? Herberge. Mut, nein, Daddel, nein! Nicht da! So, warte, wie machen das hier? Hab ich das ge Ja! In der Tat. Achso, hier ist einmal. Was benötigt ihr? Ach so, jo. Neuer Helm. Noch ein neuer Helm. Oh, der Helm ist aber gut. Es ist sogar ein Federhut. Verdammt noch mal. Okay, ich nehme das hier. Das ist eine Dürft kalte ihr Leder. euch einen Moment eurer Da bin Zeit ich jetzt wieder stehlen? schwach. Ach komm, ich Ah, nehme den. meine Kajalake. So, wo ist mein Federhut? Das ist. Was ist das denn? Will ich's wissen? Sieht ja mal mega bescheuert aus. Nee. Nein! Das sah Nee, nee. geil aus! So ein alter Herrenhut, ey. Ja, du bist doch auch alt. Ich bleib über meinem D'Artagnan. D'Artagnan! 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 Also, warte mal. Hier habe ich, glaube ich. Ah, nee. Hier habe ich keine Aufträge abzugeben. Schade. Ah, nee, das ist doch nur annehmen. Ah. Ah. Ha, ha, ha. Ach, Ja, Rodla, hihi. Ein schöner Hut, das ist ja sinnvoll.
Ah, ne? Uff, warum hakt das denn gerade so? Was für ein schrecklicher Tag! Was für ein schrecklicher Tag! Hat sie hier gerade gesagt. Dann warum? Muss mich noch einladen. Achso, ja, mach ich sofort, bitte? Warte. Ja. Ich schmeiß hier gerade wieder irgendwas Sinnloses aus meinem Inventar. Ja, mein Sohn ist wieder bei mir. Ja. Hierbei... Ach so, das ist ja. Oh, weh mir. Oh, weh mir. Es tut mir leid. Ja, mir benötigt ihr etwas? Auch so vieles Leid. Oh, weh mir. Boah, kannst du mal was anderes sagen? Es tut mir leid. Ja, einer benötigt Dings ihr etwas? Für... Was ich vorlesen muss. Candace ist ein guter Mann, der etwas riskiert hat, als er uns versprach, dass wir euch trauen können. Für ihn und unsere lange Freundschaft mit ihm hoffe ich, dass ihr das Risiko wert seid. Wir sind ein einfaches Volk, das außerhalb der Gesellschaft bleiben will. Aber es gibt Anstrengungen, die alle unternehmen müssen, um zu überleben. Wir möchten euch um Hilfe bitten, damit ihr beweisen könnt, dass ihr es wert seid. Der Hut hat alles, was ich mag. Er ist groß genug, um seine Schutzaufgabe zu erfüllen. Die Form gefällt mir auch und die Feder rundet den Hut geschmackvoll ab. Ja, ne? Was für ein schrecklicher Tag. Müssen wir jetzt hier annehmen? Erstmal alles anklicken. Und wenn da steht beenden. Ich annehmen gar nichts. Ihr habt lange gekämpft. Außer wenn Buch 2 Kapitel 6 unter dem Schutz steht. Dann musst du es annehmen. Das ist dann die weiterführende Aufgabe für die Hauptquest. Ihr habt lange gekämpft und wir sind euch dankbar für alles, was ihr getan habt. Anscheinend habt ihr nur die besten Absichten gegenüber unserem Volk. Dafür werden wir euch euren Wunsch erfüllen. Es tut mir leid, dass ich euch belästigen muss, aber würdet ihr mir vielleicht helfen? Nein. Wenn Daddy von Geschmack von Rundungen spricht, bekomme ich Angst. Aber Luna, es ist ein weiteres Emote online. Es war kein Katzen-Emote, aber es ist ein weiteres Emote online. So, was wolltest du jetzt sagen, Kaya? Ich weiß nicht. Ich habe hier Buch 2, Kapitel 7. Ja, das ist gut. Radagast. Radagast. Was? Das nehmen wir an. Ich muss nur erstmal noch lesen. Ihr wart sehr geduldig. Ihr müsst verstehen, dass wir zurückgezogene Leute sind. Unsere Freunde bedeuten uns viel und wir halten sie so gut beschützt, wie wir nur können. Radagast ist ein solcher Freund und er ist auf Geheiß unseres Anführers hier, um uns bei einem Schrecken zu helfen, der aus einem langen Schlummer erwacht. Er hat sich in der Feste Gurus niedergelassen, dem Ort, den wir unseren Heim nennen. Ihr dürft gerne die Reise nach Osten auf euch nehmen. Ruine befindet sich nördlich der großen Oststraße, bevor die Straße sich durch den nördlichen und südlichen Sumpf schlängelt. Sucht im Turm nach Radagast. Vielleicht gibt es einen Weg, auf dem ihr ihm ebenso helfen könnt, wie er zweifellos euch helfen wird. Mit seinem F5 drücken. Ja, deswegen sagte ich einmal nur laden. Das werde ich oft benutzen. Ich hab's mir fast gedacht, deswegen habe ich extra als Stufe 1 Emote benutzt. Eingesetzt, weil ich finde das Emote so geil. Vor allem, es passt so gut zu mir, oder? Nicht mit diesen Teufelshörnern? Meine Version von 1990 war ein tarnfarbener Australia-Hut. Statt dieser Feder hatte ich dort einen Fuchsschwanz. Ah, sehr cool. Natürlich. Bin aber wieder im Lurk, noch kurz die 2 Dailies drin. Viel Spaß, Luna! F14 wartet nachher auch noch auf mich. Wahrscheinlich. Okay, den Jagdauftrag brauchen wir nicht. Gut. Oh, hier hinten hab. Ich weiß okay, nicht, nee, ob ihr mir das helfen sind, das könnt. Sind nur verfügbare, die wir annehmen könnten. Wenn wir wollten. Aber hier ist noch eine. Bei der aktuellen Aufgabe. Oh, weh mir. Ja, können wir beenden. Sehr schön.
So, auch nichts annehmen, ne? Auch nichts annehmen. Okay, das kann einmal weg. Das ist hier nur einmal kurz meine Ausrüstung. Ach, das kann auch weg. So. Gute Idee, kann ich auch mal gerade kurz was verkaufen. Ich warte kurz draußen, ne? Ja. Kann ich schon mal nachgucken, wo wir als nächstes hin müssen, oder? Im Lande haben wir gar nicht mehr so viel. Bingo Boffin muss ich tatsächlich nachschauen. Das nehmen wir auch einmal noch mit rein. Okay, und der Rest ist auch mit drin. Ach, ah, okay, Schragen ist da oben. Ja gut, Schragen wäre dann erst, wenn wir da wirklich hochgehen. Kann ich das wirklich rausnehmen. Einsamer Berg brauchen wir auch nicht. Große Hügelgräberchen. Dafür brauchen wir eine Grappe. Eine Grappe? Eine Grappe. Aber... Okay, das eine ist da hinten. Dann... Nein, ich habe... Nein, ich habe mein falsches Pferd hier. Na los, dann... Früher Hort, mein treues Ross. Genau. Lauf, fettes, frisches Fass. Ja, genau. Hort, Rosmarin, los. Los. Nein, jetzt habe ich irgendwie Scheiße, wie wir mit reingepackt sind in der Tat. Wollte doch gar nicht. Oh. Oh, sehen wir dann gleich Radagast? Das hier ist, glaube ich, noch nicht die Radagast-Quest. Die Radagast-Quest, glaube ich. Ja, noch ein bisschen weiter weg. Ich frage mich heute noch, wie man auf den Namen Plätze kommt. Das ist eine berechtigte Frage. Ja. In der Tat. So, am Absteigen. Ja. Was hast du denn jetzt? Ich habe ihm nachgemacht. Ah. Der hat ha-ha-ha gemacht. Hat er? Hat er. Na, so einer aber auch. Ja, ne? Und so ein Slavina. Ein Slavinerchen. Lauf, mein geliebtes Hottehüchen. Lauf und lass dich nicht aufhalten. Du bestes Pferd weit und breit. Spring und hüpf, du schönes Geschöpf. Auf zum Abdecker. Juhu! Genau, Dall. Genau. Bilbis-Bezwinger. Sehr gut. Wir brauchen hier die Handelsbündel. So Kisten. Ah, okay. Wie ich es da gerade gesammelt habe. Ja, 10 Stück. Okay. Neue Tat, Freundin der Igel. Was? Waren wir hier schon mal? Direkt hier drin nicht, nee. Okay. Hier waren wir noch nicht. Wir sind jetzt tiefer in dem Tal quasi drin. Ah. Achso. Okay. Ey. Ich dachte, ich könnte es vorher fertig machen. Lass doch mal meine Mutti in Ruhe. Oh, mein Sohn, man verteidigt mich mal. Ja. Komme ich denn zu der Ehre? Aber sonst. Weiß ich auch noch nicht. Aber dir geht's sonst gut, oder? Ach ja, ich muss ja noch meinen Kampfhelm aufsetzen. So. Einfach durch die Treppe rauf. Ja. Nee. Im Moment, wenn mir mein Onkel irgendwas schickt. Manchmal möchte ich es gar nicht wissen.
Dein Onkel? Ja, man, ja, ich besitze sowas wie einen Onkel, ja. Echt? Ja, stell dir vor. Was war er denn, Elb oder Hobbit? Kann ich mal bitte den Helm von Kaya sehen? Ja. am besten. Wie ist denn? Ach, da unten? Am besten, wenn wir dann in einem Gebiet sind, wo wir nicht direkt angegriffen werden, beziehungsweise wo ich nicht ihn angreifen kann. Ja, dann setze ich aber wieder meinen Freizeithut auf. Das geht ja nicht. Aber ich mache eine Ausnahme. Ich lasse den mal kurz auf dann. Ja, gerade sind ein bisschen schlecht. Die Gegner spawnen relativ schnell. Also, sobald wir wieder in Sicherheit sind, kann Kaya dir den gerne zeigen und ich kann ihn einmal näher ranzoomen. Oh, ich bin gestunt. Mir sagt mal jemand, das sei schlecht übersetzt. Im Polnischen, da heißt es so viel wie flott schnell und es sollte im Deutschen wohl ähnlich heißen. Dann kam plötzlich daraus und so ist es, keine Ahnung. Ich glaube, dass da war irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, wer das erzählt hat. Das war auf jeden Fall jemand auf dem Stream. Also, wir brennen. Ja. Brandon, der Oberer. Ja. Brandon. Wenn du noch mal einen Sohn kriegen solltest, also als mein Bruder dann Brandon nennen, Brandon. Stark! Nein, den meine ich nicht. Brandon! Yeah, Brandon! Jawohl! Er fährt hier noch, ja! Ja, mein Sohn hat's halt nicht mehr alle. Du weißt aber noch, dass du 40 Brüder und Schwestern hast, oder? Da heißt bestimmt einer Brandon. Nee. Wir sind immer noch bei den Buchstaben A, beziehungsweise. Ja. Wir gehen nach den eigentlichen elbischen Namen. Also sein echter Name ist der elbische Name, deswegen. Aragog. Geht doch. Aragog. Nee. So heißt der Hund. Ah. Aragast. Aragast. So heißt mein kleiner Zeh. Dann egal. Ich frag einfach nicht nach. Dann ist besser so. Ich weiß. Araskok. Wer kann denn. Lass mich raten. Fängt mit D an. Nee. Oh. Gut fürs. Das wäre meine nächste Wahl gewesen. Aragog war doch die Spinne. Ja, Aragog war die Spinne. Harald Böttcher. Was? Ha, 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 ha. So, dann zeigen wir dann doch gleich mal, sobald wir hier den Kaiopai hier fertig haben, mal dein Hütchen. Ja, mein Helmchen meinst du wohl. Dann Ich habe auch einen anderen, der ist stärker, aber der sieht einfach nur Panne aus. Warte mal, einmal den hier, weil ich nicht genau weiß, was Dalle meinte. Also das hier ist einmal der Kampfhelm von unserem guten Kaya. Ja. Warte, ich bin noch nicht fertig. Sag dir, wenn du wechseln darfst. Jetzt. Und das hier ist der wunderbare Freizeithut. Datanjunghut. Ja, komm, den habe ich, glaube ich. Das war, glaube ich, der allererste, was ich hier bekommen hatte. Der ist einfach episch. Ja. Er besticht durch sein schlichtes Design, ist aber trotzdem edel verarbeitet. Und wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie eine zweite Feder. Gratis dazu. Sag doch, dass wir aufsitzen. Weißt du das? Ist doch logisch. Ist doch logisch. Stimmt. Gerne, Daddel. Gerne. Muss gleich nur einmal kurz gucken, wie wir die Bingo Boffin Quest weitermachen. Ich brauche die Standorte. Ich habe keinen Bock, das selber zu suchen. Ja, schau einfach gleich mal nach in Ruhe. Das ist ja kein Problem. Am besten, wenn wir da hinten einmal auf der Straßenkreuzung sind. Guck hier mal nach. Okay. Hm.
Ich möchte ja hier nicht verpassen. Oh, scheiße. Scheiße. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ich bin vom Pferd gefallen. Was haben die mit Rosmarin gemacht, die Schweine? So, Bingo-Buffin-Kategorie. Nee. Wie heißt der Quatsch denn nochmal? Über Plätze, wie so oft. Ja, stimmt. Über Plätze haben wir uns schon sehr oft unterhalten. Also, das so. Der letzte Schatz. Nee. Hat Plätze noch nicht. Der letzte Schatz. War das das hier? Ah, okay. Sattel mal auf. Ah. Folge mir. Das wird gemacht, das kriegen wir hin. Dann sah das nicht episch aus. Warte mal. Okay. Ich hoffe, dass es richtig ist. Ich habe einfach eben nur mal kurz die Quest eingegeben. Es ist tatsächlich da, wo ich beim letzten Mal gesagt habe, dass wir hin müssen. Aber das Witzige ist, da war halt nichts. Ja gut. Deswegen müssen wir jetzt einfach nochmal hin. Vielleicht war ich auch schlecht. Ja, vielleicht war es so. Ich darf. Vielleicht war ich auch einfach an einem falschen. An der falschen Säule. Dann jo. Geh doch ins Bett, Frisches. Wobei, ein Gläschen müssen wir nochmal fertig machen. Also müssen nicht. Kannst. Wenn du möchtest. Wenn sich das anbietet. Und tätest. Ja, okay, wir haben es verstanden. Ja, ich bin schon fertig. So, gut. Ich dachte schon, es kommt da noch mehr. Ja. Nö. Will Kaya noch beim Rosmarin-Purzeln zu sehen. Oder rollende Köpfe hinterher schon. Na, die rollenden Köpfe waren im Fallout. Jo. So. Geht das ja schon wieder los. Die Suche nach dem Weg nach oben. Wir wissen, wie hochgekommen. Ich bin da einfach lang gesprungen. Ja. Und ich bin komplett abgestürzt. Du musstest da einfach nur an der Seite. Ich weiß jetzt halt nicht, wo du bist. Mir verfolgen hier auch ein paar Vögel. Ich suche zumindest erstmal den Platz, wenn das okay ist. Sonst wäre ich nicht so weit komme. Aua! Alter, was habe ich hier schon wieder vom Pferd geruppt, Alter? Aber ich glaube, ich komme hier auch gar nicht hoch. Nee, ich falle auch in die Tiefe. Also, ich weiß nicht, wo hier der Weg hoch sein soll. Hier soll es einen Weg geben. Ich habe den Weg bis heute nicht gefunden. Es gibt keinen. Du kommst da nicht einfach auf die Wetterspitze. Du musst tatsächlich da überbiegen und brechen, musst du da irgendwo hochgaloppieren. Okay. Ich habe bis heute keinen Weg gefunden, der da ganz normal hochführt. Es gibt Wege, aber das sind nicht die Wege, die man nehmen muss.
Ja. Wir müssen uns da irgendwie hochglitschen. Der kleine Kaya möchte aus der Wildnis abgeholt werden. Dafür, ich hab bisher noch keinen normalen Weg da hoch gefunden. Und an dieser Stelle war ich schon mal. Mehr als einmal. Ich habe bisher noch nie einen Weg hier hoch gefunden, der normal war. Wir haben keinen Aufzug. Leider. Gottes, gibt es hier keinen Aufzug. Das sieht noch halbwegs normal aus. Und Fuß komme ich hier hoch, mit dem Pferd nicht. Nett. So, und jetzt da wieder runter. Ugh. Ruck. Ich sehe dich. Ah. Ich will keine Schiedsdaddel. So, ich bin an dem. Ich bin an dem Ort, wo der. Ah, da! Ja? Doch. Was tut denn das? Wo bist du denn? Nein. Da oben, ey. Hallo. Warte mal, warte. Oh, oh. Komm mal mit. Ich hab unseren Schatz gefunden. Für die Quest. Den Schatz? Ach so. Oh, hörst du mir überhaupt damit zu? Jein. Das ist gut. Ja, ne? Sehe ich auch so. Das sind seltene Strumpfhosen. Ja. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich ja mittlerweile andere Hosen an. Du bist und bleibst selten Strumpfhosen. Oh, das werde ich wohl nie los. Nope. Nope. Nüppedi nö. Nein. Hä? Nö. Das macht ein schwenkes Bein, das stimmt. Das stimmt, Tata. Wieso habe ich ihn kennen und lieben gelernt? Bist du bereit zu stürzen? Ja klar, immer. Yippie! Das sah das geil aus. So, jetzt musst du hier einmal auf dem Holzding hier, Baumstamm balancieren. Ja, ich krüppel da mal rüber. Das ist keine Verletzung. Hä, ja, doch, klar. Wir haben gehumpelt. Gebrochenes Bein. Robuste Kiste. Das und Schaden genommen ein bisschen. Man kann auch, wenn man zu hoch fällt, also zu tief fällt, und kann man auch sterben. Ich habe es beim letzten Mal bewiesen. Hm. Hast du die Kiste angesprochen? Du hast sie angesprochen und das hat für mich mitgezählt. Ah, okay. Bringt die kryptische Botschaft zu Theod Ginster, ne? Ja. Gut. Noch mal gucken. Okay, das ist alles dann da hinten. Das ist gut. Also, da. So, einmal Pferdchen. Vielleicht haben wir ja Glück auf Sterben. Dann werden wir da direkt gespawnt. Jo, ich sterbe. Sehr gut. Du auch? Ja. Gott sei Dank. jetzt zurückziehen, ja, ne? Ja. Gott sei Dank. Ich habe noch nicht jemanden, der sich so darüber freut, wenn man es krepiert in einem Spiel. Ja, aber das war nun mal der schnellste Weg. Wir sprechen mit Kisten. Und? Was sagen Sie? Wo geht's hin? Wie geht's ihr? Ja, gut, ne? Die Kiste geht super. Die hat ja auch überlebt. Ja, ne? Königsrot jetzt. Oh, so. Weh mir. Aber mein Auftrag, den ich abgeben kann. Und. Was für ein schrecklicher großer Tag. Großer Diebstahl. Das ist aber auch scheiße, was du jetzt bieten hast. Weißt du das? Oh ja, das ist es. Oh nein. Nee.
So, und hier ist für die... Was? Quester? Ihr habt das Rätsel gelöst und den Schatz gefunden? Ja. Oh, das glaube ich nicht. Brachiolimento. Bingo! Ich glaube, ihr habt Theodor den größten aller Schätze gebracht. Einen Grund weiterzumachen. Ihr sagt, in der Schatulle hat sich kein Schatz befunden. Aber ich glaube, da habt ihr Unrecht. Ich glaube, ihr habt Theodor den größten aller Schätze gebracht. Einen Grund weiterzumachen. Sein Beruf erscheint ihm nun wieder so spannend und er braucht sich nun nicht mehr in Berichten über die Abenteuer seiner Jugend zu ergehen. Vor ihm liegen ganz neue Abenteuer und vielleicht überschneiden sich diese sogar für eine Weile mit unseren. Dort draußen gibt es immer noch einen Schatz zu finden. Ich habe versucht, Theodor bei der Enträtselung der neuesten kryptischen Botschaft zu helfen. Vielleicht lernen wir alle wieder bei Kolum. Ja. Sie haben für ein Bingo und das alles macht. Werf schon einfach den Ring ins Feuer. Nein! Frodo hat den Ring. Immer noch. Ich habe versucht, Theodor Ginster bei der Enträtselung der neuesten kryptischen Botschaft zu helfen. Die Lösung führt uns vielleicht zum echten Schatz. Hier, ich lese die Botschaft vor. Bingo räuspert sich und beginnt die seltsame Botschaft zu diktieren. Was gut für die Gans ist, ist auch gut für den Ganter. Und was schlecht für den Schurken ist, liegt noch weiter dahinter. Üble Billwisse und Spinnen und Verschwörungen und Kämpfer. Damit unsere Neuling nicht zu verwirrt und verblüfft wird. So viele von ihnen bedeuten Gefahr. Suche die korrekte Antwort im Zauberspruch. Bingo schüttelt verwirrt den Kopf. Das ergibt für mich keinen Sinn. Vielleicht haben ihr Theodor oder Haley etwas herausgefunden. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Gänse, Bilbisse, Spinnen. Ist dies unser neuestes Rätsel oder nur uns? Irgendetwas an dieser Botschaft ist ungewöhnlich. Verdammte Teppichratte, ey! Vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen. Ich weiß nicht. Ich werde euch die Botschaft geben. Vielleicht könnt ihr sie eher enträtseln. Leider übersteigt ihre Bedeutung den Verstand dieses Hobbits. Das Einzige, was sie mir mit Sicherheit wissen, ist, dass wenn dies auf eine zweite Schatulle hindeutet, sich diese in den einsamen Landen befinden muss. Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein. Findet sie, wenn ihr könnt. Ja, dann machen wir das doch. So, wie heißt das jetzt? Ganz und Ganter. Ja, geht ja schneller, wenn ich das so mache. Es werden keine Elfen geopfert.